Moin Moin und herzlich willkommen aus Leer. Ich habe gerade noch eine Sekunde Zeit vor meinem nächsten Termin und bin gerade in meinem Bürgerbüro und habe mir gedacht, ich mache euch eben das Video fertig, was letzten Sonntag entstanden ist in Berlin beim Livestream Hashtag Wir gehen wählen. Auf dem Kanal von Rob Bubble seht ihr alles nochmal und ich durfte dabei sein und über das Thema Europa reden, was mir natürlich ganz besonders wichtig ist. Deswegen hier auch europablaues T-Shirt heute. Und das alles, was wir über das Thema Europa gesprochen haben, in den 20 Minuten seht ihr jetzt. Lasst mich wissen, ob euch irgendwas fehlt, ob ihr irgendwas anderes seht. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Denn auch Feedback ist ein Geschenk, sage ich immer. Und wenn ihr das vor Sonntag seht, vor dem 24. September und schon wählen dürft, freue ich mich, wenn ihr am Sonntag wählen geht. Denn ich glaube, es ist enorm wichtig, dass möglichst viele zur Wahl gehen. Um die EU, einfach um es mal kurz so ein bisschen einzuleiten, die EU, das ist ein Bündnis aus 28 Mitgliedstaaten, die ursprünglich mal als Wirtschaftsgemeinschaft wurde das ganze Ding gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, um so ein bisschen mit dem Wirtschaftsverbündnis dafür zu sorgen, dass ja, Krieg in Europa vielleicht in Zukunft ein bisschen schwieriger wird. Genau, und wir sind ja eigentlich, oder würde ich mal behaupten, fast die meisten einfach in der EU aufgewachsen und genießen die Vorteile und wissen aber irgendwie vielleicht gar nicht so, wo uns das persönlich betrifft. Also ich meine, Brüssel und EU-Politik, das hört sich irgendwie alles immer sehr abstrakt an. Die meisten von uns haben sich dann vielleicht oder viele so richtig damit mal befasst, als dann der Brexit auf dem Tisch lag und die Briten gesagt haben, wir wollen raus aus der EU. Und man sich plötzlich gefragt hat, ja, und was heißt das jetzt eigentlich, wenn ich da rausgehe? Was habe ich dann für Vor-, was habe ich für Nachteile vielleicht? Generell gibt es da bei vielen jungen Leuten einfach Unverständnis, was die da in Brüssel treiben. Und dazu haben wir jetzt auch einige Studiogäste, die uns bestimmt mehr dazu sagen Ja, können. wir begrüßen jetzt Timo Wölken. Der ist nicht nur EU-Parlamentsabgeordneter, sondern auch YouTuber. Und dann haben wir außerdem noch Raik Anders, Diana zu Löwen und Arne Fleckenschwein von dem Kanal Störelement. Bitteschön. Einfach aufrutschen. Reicht schon wieder da. Euch allerdings sage ich hallo nochmal, aber euch allen herzlich willkommen. Danke, dass ihr da Hallo. seid. Sehr schön. Ich würde sagen, bevor wir in das Thema stürzen, machen wir wieder das. Inzwischen kennt ihr es vielleicht auch. Wir gehen rüber zu Isa und Genau. lassen uns sagen, was die Leute so googeln. Was wissen die Leute nicht über die EU? Relativ viel wissen sie nicht über die EU. Ich selbst habe mal vor vielen Jahren Europawissenschaften studiert, deswegen liegt mir das Thema super am Herzen. Und ist natürlich so, Brexit war das der entscheidende Moment irgendwie auch so für die Europäische Union, ne? So eine Gewissensfrage, was passiert eigentlich in Zukunft mit der Europäischen Union? Und wir haben uns mal die top aufsteigenden Fragen in den letzten, nicht den letzten 14 Tagen so wie vorher, sondern seit dem Brexit angeschaut. Erste Frage, würde ich sagen, ist eher eine philosophische Frage. Vielleicht könnt ihr die nachher beantworten. Was ist Europa für mich? Zweite Frage ist ein bisschen praktischer. Wann fallen die Roaming-Gebühren in Europa? Dann aber auch, und das haben wir direkt nach der Brexit-Entscheidung auch unter den meistgesuchten Fragen oder gestellten Fragen gesehen, was bedeutet der Brexit ganz allgemein für Europa? Frage Nummer vier, die ist so ein bisschen außen vor. Ich weiß nicht so ganz, was Trotzdem dahinter steckt. wichtig. Einfach viele Leute im Urlaub. Wo ist es im März in Europa am wärmsten? Und klar, letzte Frage, glaube ich, auch extrem wichtig. Europa bedeutet auch immer Weltpolitik. Mit Donald Trump als US-Präsidenten stellt sich sicherlich auch die Frage, was passiert mit Europa, ja, wenn Trump US-Präsident ist und welche Einstellung hat er? Bevor ich, glaube ich, an euch weitergebe, ganz kurzer Blick nochmal auf das Suchinteresse anhand der Parteien. Denn man kann sich auch anschauen, welche Parteien werden im Zusammenhang mit Europa und der EU am meisten gesucht. Ja, die Grafik zeigt es relativ deutlich. AfD liegt da sehr weit vorne. CDU, SPD, FDP und auch die Linken und Grünen sind relativ nah aneinander. Warum das so ist, könnt ihr vielleicht jetzt erläutern? Vielen Dank für die Fragen erstmal. Wie immer, eure Fragen sind natürlich auch wichtig für uns. Schreibt sie unter das Video in die Kommentarfunktion. Und jetzt haben wir gerade auch schon mitbekommen, dass sogar eine eingegeben wurde direkt. Und zwar, wie wahrscheinlich ist ein Brexit, also mit Deutschland? Ja, da würde ich direkt mal das Wort übergeben Genau. an dich, Timo Wölken von von der der SPD. SPD. Ist hier ein Abgeordneter im EU-Parlament. So, Das stimmt. ja, was passiert da im Parlament?
Gibt es da Leute, die glauben, dass es einen Drexit gibt? Also, keine Ahnung. ich auf jeden Fall nicht. Meine Kollegen aus der CDU, SPD definitiv auch nicht. Klar gibt es auch Kollegen, die, also wer sich daran erinnert, Professor Lucke, der war damals ja der Gründer der AfD, ist immer noch Europaabgeordneter, mittlerweile ja nicht mehr Mitglied der Partei, sagt selber, er ist nicht für den Austritt aus der Europäischen Union, aber für den Austritt aus dem Euro. Mhm. Das ist sozusagen die Unterscheidung. Ich glaube, dass das Thema Drexit oder Deutschland Austritt aus der EU im Moment keins ist. Okay. Damit auch nicht wir die ganze Zeit nur reden, weil ich, Raik, wir hatten überlegt, ob du nicht vielleicht auch mal ein paar Fragen stellst, damit wir hier so ein bisschen Dialog unter den Gästen haben. Möchtest du das übernehmen oder sollen wir hier weitermachen? Frage an Timo. Okay, gut. Werf mich jetzt einfach ins kalte Wasser. Ja, genau. Sag mal, spontan aus dem Ärmel geschüttelt. Okay. Zum Thema Europa muss das natürlich auch sein. Okay, das wird jetzt ein Interview-Freestyle auf jeden Fall. Okay, gut. Dann erzähl mal, wie willst du den anti-europäischen Stimmungen im Europäischen Parlament entgegentreten? Tatsächlich ist ja die geilste Sache eigentlich überhaupt, dass im Europäischen Parlament so viele Parlamentarier sitzen in dem Parlament, dass sie eigentlich auflösen wollen. So, das ist ja ein bisschen paradox. Ich glaube, dass wir so ein bisschen von dieser antieuropäischen Stimmung weg sind, die wir gespürt haben, gerade nach der Abstimmung Brexit. Dann war die Wahl Trump, das haben wir vorhin schon auch diesen Peak sozusagen gesehen, als Trump gewählt wurde. Und danach ging es ja dann doch, gab es ja noch die Wahl in Frankreich, die proeuropäisch ausgegangen ist, in Niederlanden, die proeuropäisch ausgegangen ist, in Österreich die Wahl des Präsidenten, die proeuropäisch ausgegangen ist. Und ich glaube, das war direkte Folge der Wahl von Trump. Also, dass Menschen gesehen haben, oh Gott, mit Populismus kann man es tatsächlich zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika bringen, aber Populismus gibt uns gar keine Antworten. So. Mein wichtigstes Ziel als junger Abgeordneter, ich bin der jüngste deutsche SPD-Abgeordnete, ich bin 31 Jahre alt, vor allen Dingen für die Wähler, die das erste Mal wählen dürfen, dann auch schon wieder ein alter Sack, aber für das Europäische Parlament noch jung. Und mein Ding ist es tatsächlich, mit jungen Leuten über Europa zu reden. Also ich gehe ganz viel in Schulen, das ist mir enorm wichtig. Mein Kanal ist sozusagen mein Ansatz, das auch noch ein bisschen zu tun, um jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, einfach über ganz andere Wege. Und ich glaube, wir müssen einfach klar machen, was die Vorteile von Europa sind. Das ist nicht einfach, aber es gibt einfach so viele, dass es sich lohnt, darüber zu reden. Mal ganz kurze Frage, weil du hast ja dann auch mit vielen europäischen Abgeordneten direkt zu tun. Und was ja in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder passiert, ist, dass nicht komplette Nationen sich von der EU abspalten wollen, sondern dass auch innerhalb der einzelnen Nationen, zum Beispiel Spanien, Katalonien, sagen jetzt, nein, wir wollen nicht mehr zu Spanien gehören. Oder tatsächlich auch Venetien in Italien, dass sie sagen, nein, Italien wollen wir nicht mehr oder EU wollen wir nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen immer das. Ne? Schottland wieder rein oder so, weil England rausgeht. Also es ist immer nur dieses Hin und Her von wegen, nein, alleine sind wir stärker, immer diese Faust auf den Tisch, die sagt, wir wollen es jetzt alleine machen. Spürt man das auch im Europäischen Parlament? Es gibt diese Bestrebung natürlich auch, zu sagen, nein, wir wollen das nicht hier, was wir alles machen, ist blöd. Aber es ist halt vorbei an allen Fakten. Also wir wissen, dass Europa, der Anteil an der Weltbevölkerung in den nächsten Jahren von 6% auf 4% zurückgehen wird. Wir wissen, dass wir die älteste Bevölkerung in Europa haben werden, weltweit mit Abstand. Und das sind alles Dinge, wo man sich klar machen muss, alleine, selbst ein Land wie Deutschland mit 80 Millionen, ist halt im Vergleich zu China nichts. So, ne? Und dann aber eine große Gruppe aus ganz vielen alten Menschen gründen, anstatt dass alte Menschen alleine irgendwo sind. Ja, das ist doch schon, das ist schon mal was, weil du, wenn du mit 500 Millionen gleichzeitig sprechen kannst, hast du eine ganz andere Rolle in der Welt. Einfach ein riesiges Altenheim mit ganz vielen Leuten, die zusammen kann. Naja, und uns. Ne? Also es gibt ja auch noch junge Menschen, so ist das nicht. Aber dass das Durchschnittsalter in Europa halt so hoch sein wird, liegt halt eben auch an einer guten Gesundheitsversorgung, an einer guten Grundlage, die wir in der Europäischen Union haben. Aber trotzdem wäre es so, wenn die wenigen alten Leute sozusagen sich gegen andere Menschen stellen müssen, wären sie alleine einfach sehr viel schwächer. Ja, reden wir mal drüber, dass wir vielleicht noch Leute reinholen. Der Schoko Kuxel sagt, welche Chancen hat die Türkei zum EU-Beitritt? Ja, das ist eine Grundsatzfrage, die man sich selber beantworten muss. Will man einen Eintritt der Türkei in die EU, ja oder nein? Im Moment haben sie gar keine Chance. Okay. Also ich versuch's ein bisschen kurz zu halten. Ja, sehr gut. Das wäre auch eine begrenzte Zeit. Deswegen, ich würde es mal an Arne geben. Und zwar, wir können ja so ein Google Autocomplete spielen. Und zwar, wir tippen ein, Europa ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Was ist dann bei dir, was wird dann angezeigt in der Autocomplete-Liste? Europa ist für mich selbstverständlich. Wäre, glaube ich, das allererste. Okay. Ich bin so aufgewachsen, ich kenne es gar nicht anders. Ich glaube, das geht vielen so, aber ist auch, glaube ich, genau deswegen wahrscheinlich auch manchmal ein kleines Problemchen, weil wir halt gar nicht mehr wissen, warum das überhaupt zustande gekommen ist, nämlich damit es keinen Krieg mehr in Europa gibt.
Deswegen glaube ich, haben wir da gar nicht so einen Bezug zu, sozusagen. Und Diana, was ist für dich? Also ich hätte jetzt auch gesagt, Freiheit und eigentlich auch Einheit. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ich habe meine Zuschauer zu dem Thema ja auch letztens befragen können. Da geht ihr, glaube ich, auch drauf ein. Ja. Und viele haben das Gefühl, glaube ich, nicht mehr, dass Europa so eine Einheit ist. Aber ich glaube auch zum Beispiel, ich studiere ja noch und da sieht man auch, welche Möglichkeiten zum Beispiel so Erasmus-Programme haben, dass man einfach mal in andere Länder da studieren kann, dass das kostengünstig ist. Oder ne, auch sowas wie Roaming, dass wir keine Roaming-Gebühren haben. Das haben wir auch der EU zu verdanken. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz sagen, du hast ja vor 3 Tagen auch jemanden interviewt, Stichwort Europaparlament. Genau, das war Jean-Claude Juncker, der Präsident der EU-Kommission. Ich glaube, wenn man da jetzt Isa fragen würde, wäre das, ist das Jean-Claude Van Damme? also vielleicht erstmal erklären sozusagen, was ist die Position, die er innehat? Genau, also er ist ja quasi von der EU, ist ja einfach der Vorsitzende. Der Kommission. Und hat natürlich auch eine sehr stark auf der einen Seite auch repräsentative Rolle und kann auch wirklich sehr viel bewegen und entscheiden. Und er hat ja einen Tag, bevor ich ihn interviewen konnte, in Straßburg auch eine Rede gehalten, wo es um die Lage der EU geht. Und da hat er natürlich auch einige interessante Dinge erzählt, wie so ein bisschen vielleicht die Zukunft der EU aussehen soll und kann. Und da fand ich es auch sehr spannend, weil es wirklich sehr hoffnungsvoll, sehr positiv war. Und ich glaube, gerade auch in Zeiten von Brexit oder wenn es hier in Deutschland Parteien wie die AfD gibt, die immer dagegen preschen, braucht man vielleicht so ein bisschen positive Vibes bei dem ganzen Thema, damit die Leute wirklich auch verstehen, was die EU ist. Und deshalb hast du ja eben auch gesagt, dass das Thema Frieden halt auch ein Grund ist, warum es die EU gibt und dass das ja auch total wichtig ist. Und ich glaube, gerade so die Generation, in der ich lebe, wir sind da halt sehr verwöhnt, weil wir einfach nicht diese schlimmen Kriegszeiten kennen. Dann würden wir vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Zuschauerfrage mit einblenden und versuchen zu beantworten. Und zwar Thomas Brush schreibt, wie sollte sich die EU gegenüber Ländern verhalten, die ausgestiegen sind? Vielleicht Timo nochmal zum Abschluss. Also das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr lange Frage, aber ich glaube schon, dass die Europäische Union klare Kante zeigen muss, wenn jemand austritt. Und das sehen wir jetzt ja auch beim Brexit. Es kann nicht sein, dass sich ein Land, das austritt, dann aus den Verpflichtungen sozusagen verabschiedet, Beiträge zu zahlen, Gesetze umzusetzen, sozusagen dann nur noch raussuchen kann, was sie wollen. So. Das finde ich geht gar nicht. Und insofern muss klar sein, wenn ein Land austritt, dann müssen die anderen Länder und gucken, was ist ihre Verhandlungslinie. Das gab es gegenüber den Briten. Das hat das Parlament gemacht in der Resolution. Das hat der Europäische Rat gemacht. Und dann muss knallhart verhandelt werden, weil es geht eben nicht nur um irgendwie, keine Ahnung, Kindergartenfeste, sondern es geht wirklich um die Lebensbedingungen von Menschen. Und da muss man schon sagen, wenn ein Land wie Großbritannien irgendwie uns anderen Europäern das schwierig macht, in ein Land zu kommen, jetzt schon, also jetzt gerade, wo sie noch Mitglied sind, dann geht das für mich gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass so die Frage ist weg, glaube ich schon, dass die anderen Mitgliedstaaten geschlossen bleiben müssen gegenüber dem Land, das austritt, um so eine Rosinenpickerei sozusagen zu vermeiden. Und gerade für junge Menschen ist dieser Brexit natürlich eine absolute Katastrophe, leider. Ne? Also wenn man... Na, gerne an Reik übergeben, du kannst vielleicht, der Reik hat noch so wenig gesagt. Ja, ganz kurz, du hast zum Beispiel noch was angesprochen, was ich auch ganz wichtig fand, auch schon vorhin tatsächlich, wo du meintest, die Lebenserwartung bei uns ist halt hoch und es gibt immer so eine Sache, es wurde ja auch gefragt, so, was ist Europa für mich oder so, du hast zum Beispiel gesagt, selbstverständlich und für mich ist es auf jeden Fall auch unterschätzt irgendwo, weil es gibt immer diesen... diese Ansicht von manchen Leuten, die sagen, ja, guck mal, das Europäische Parlament, da sitzen dann irgendwelche lustigen Griechen neben irgendwelchen lustigen Italienern und Deutschen und das war es dann halt irgendwie. Aber man muss mal gucken, was für ein Powerhouse das ist, auch jetzt mal verglichen an den USA. Also allein die Wirtschaftsleistung von Europa ist irgendwie um 1,5 Billionen Dollar höher. Wir haben fast doppelt so viele Einwohner. Wir, guck mal, allein bei den Exporten, Entschuldigung, ne? Also Europa hat zum Beispiel an den weltweiten Exporten haben die einen Anteil von über einem Drittel, ja? Die USA, die immer so als die große, unglaubliche Wirtschaftsmacht gelten, haben gerade mal 8%. So, also die Europäer reißen alles ab eigentlich. Und genau durch solche Sachen wie den Brexit ist man wirklich leider daran, sich den eigenen Ast abzusägen. Und das finde ich gerade auch, du hast auch nochmal gesagt, dass man seine eigene Zukunft ein bisschen damit verspielt, dass wir das dann ausbaden müssen. Das finde ich halt sehr schade, wenn dann auf diese antieuropäischen Stimmung eingegangen wird, dass dann die eigene Zukunft langsam ein bisschen grauer aussieht. Hanna, du wolltest noch was sagen? Ja, ich habe noch vielleicht auch noch an dich eine Frage und eine Anmerkung, was vielleicht auch noch für Erstwähler ganz interessant sein könnte, weil wir wählen ja jetzt den Deutschen Bundestag und nicht das EU-Parlament oder so. Inwieweit bekommen wir denn mit unserer Stimme bei der Bundestagswahl eine Stimme in Europa überhaupt? Gute Frage.
Also Europa, ganz grob gesagt, es gibt das Parlament, was Entscheidungen mitträgt, und den Rat der Europäischen Union. Und da sitzen immer die jeweiligen Fachminister. Und wenn ein Gesetz beschlossen wird, dann kommt das von der Kommission, also von Präsident Juncker, als Vorschlag, geht ins Parlament und in den Rat und wird im Parlament entschieden und gleichzeitig auch im Rat. Und da sitzen die jeweiligen Fachminister. Und das heißt, wenn wir jetzt den Bundestag wählen nächsten Sonntag, dann entscheiden wir natürlich auch darüber, wie sich der Bundestag zusammensetzt und dann, wer Bundeskanzler wird, der wiederum seine Regierungsmannschaft zusammenstellt. Und insofern hat das schon, auch wenn auch mittelbaren, aber schon auch einen Einfluss darüber, wie Deutschland sich im Rat der Europäischen Union verhält. Also es hat schon eine Auswirkung. Weil die Minister aus Deutschland dann im Bundesrat, im EU-Rat sitzen. Genau, im Rat der Europäischen Union. Wenn zum Beispiel, wenn wir jetzt über ein urheberrechtliches Dossier abstimmen, dann stimmen da im Rat sozusagen die Justizminister darüber ab. Und das hängt dann natürlich zusammen, wer gerade in der Regierung ist, wer dann für Deutschland da ist. Ist natürlich die Frage, ob man die meisten jetzt wegen Europa abstimmen oder eine gewisse Partei wählen oder nicht. Das muss jeder für sich selber beantworten, was das wichtigste Teil des Wahlprogramms für ihn ist bei der Bundestagswahl. Aber ich glaube schon, dass Europa nicht ganz unwichtig ist, auch wenn man sich so die Programme der Parteien anschaut. Wobei ich das Gefühl habe, dass die meisten sich ja nicht so unterscheiden, aber ich glaube, so je weiter man an die Ränder geht sozusagen, umso mehr unterschiedlicher. Das wird schon. Ne? Also bei uns steht zum Beispiel drin, ja, wir sind für einen europäischen Finanz- und Wirtschaftsminister, was da, also ne, das steht bei anderen nicht drin. Also da gibt es schon in den Entscheidungen Nuancen sozusagen. Aber die Entscheidung im Bundestag hat auch Einfluss auf die Politik auf europäischer Ebene. Ich glaube, das Stichwort Gesetze war nicht schlecht, weil da gibt es ja auch, was die EU betrifft, ziemlich große Mythen. Und du hast ja auch ein paar auf deinem YouTube-Kanal thematisiert, was ziemlich skurrile Verordnungen und so weiter anbetrifft. Gurken, Kondome, passt auch gut zusammen. Genau, vielleicht kannst du da noch mal ganz Mythos kurz reden. Machen, vielleicht. Kann man gut verbinden. Du hast jetzt die Chance, vielleicht einen Mythos zu erklären oder zu widerlegen, besser gesagt. Ganz kurz. Ganz kurz, also Gurkenverordnung hast du ja auch angesprochen, gibt es gar nicht mehr, gab es aber mal. Was ich ganz spannend finde, es gibt einen Mythos, dass es eine Verordnung über Karamellprodukte in Europa geben sollte. Es ist schon recht alt, in den 70er Jahren entstanden, dann wurde gesagt, hat 30.000 Wörter, also deutlich länger als das Vaterunser und so weiter und so fort. Und das wurde dann auch aufgegriffen, von Strauß wurde das aufgegriffen, von dem Gründer von Sixt, also dem Autovermieter, wurde das aufgegriffen. Und dann hat man mal geguckt. Diese Verordnung gab es nie. Also da wurde halt sozusagen gesagt, es gibt eine europäische Verordnung über Karamellprodukte. Aber nein. Das waren in den 70ern Fake News. Es war in der Tat Fake News. Man hat da vielleicht mal drüber nachgedacht, aber es gab es nicht. Und das ist sozusagen so ein bisschen das Problem, was es über Europa gibt. Es gibt ganz viele Gerüchte, ganz wenig Wissen leider darüber, obwohl das so wichtig ist. Wenn man sich anschaut, dass fast, weiß nicht, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber 70-80% der Gesetze in Deutschland eigentlich auf europäischem Level gemacht werden, dann frage ich mich, warum Europa so unwichtig ist. Es ist halt weit weg, das ist leider so. Aber Mythen gibt es eine Reihe und deswegen... Die könnt ihr euch dann auch auf deinen Kanal angucken. Genau, wenn ihr vielen Dank für die Werbung. Mythen-Mittwoch. Wo kann man sich denn das Interview mit Juncker mit dir angucken? Eigentlich auf dem YouTube-Kanal von Euronews. Es waren auch noch zwei andere YouTuber dabei aus Prag und aus Belgien. Und das war wirklich eine echt spannende Sache. Und ich glaube, da kann ich schaden, da auch noch mal ein bisschen reinzugucken. Hast du denn das Gefühl, dass dass die Antworten, die du da bekommen hast, dass die so deine Zuschauergruppe, die ja wahrscheinlich ähnlich wie jetzt hier relativ jung ist, dass die überzeugt? Also ich glaube, man muss sich wirklich erstmal, das ist so ein bisschen die Hemmschwelle, man muss sich echt erstmal ein bisschen mit der EU auseinandersetzen und vielleicht wirklich mal so ein bisschen gucken, was sind auch meine Interessen und wie kann das doch auch nochmal in der EU vertreten werden. Aber ich glaube schon, dass man da ein bisschen einen guten Einblick nochmal auf jeden Fall bekommt. Und was ich auch auf jeden Fall das Gefühl hatte, dass auch wirklich gerade so die jungen Leute natürlich doch auch sehr, sehr wichtig und relevant sind. Und das wird da, glaube ich, ganz gut auch wieder gespiegelt. Ja, ich würde sagen, so in einem Satz darf jeder jetzt nochmal sein Plädoyer für Europa halten. Einfach nur so wirklich ganz, ganz kurz so. Europa ist geil. Und jeder Roaming-Gebühren gibt es nicht mehr. 5 Sekunden Fame. Ganz schnell. Für Europa. Vielleicht fangen wir beim Profi an. Okay, dann klaue ich mir ein kurzes Telefon. Okay, es gibt keine Roaming-Gebühr mehr, das war die Frage. Sie sind abgeschafft und ab Anfang nächsten Jahres könnt ihr auch euer Netflix oder Amazon Prime oder sonst was Account überall in der Europäischen Union benutzen. Man darf das, was man bezahlt hat, zu Hause im Ausland benutzen. Wahnsinn, aber wir mussten lange dafür kämpfen, aber das war auch Europa. Game of Thrones für alle. Ja. Okay, dagegen kommt man jetzt, glaube ich, schwer an, aber ich glaube, man müsste sich einfach mal vorstellen, wie es wäre, wenn es wirklich kein Europa mehr gäbe, wenn wir Grenzkontrollen hätten.
hätten, wenn man einfach mal irgendwie jetzt nach Belgien oder nach Österreich und so weiter, also was das alles verändern würde, ich glaube, das will man sich gar nicht vorstellen. EU ist richtig und wichtig. Trotzdem sollte man sich mit den Parteiprogrammen auch der Parteien auseinandersetzen, weil es da Unterschiede gibt und nicht alles an der EU ist gut, vor allem wenn man sich den Schutz der Außengrenzen oder den Schutz der Außengrenzen und das Sterben im Mittelmeer anguckt. Ja, ich finde zum Beispiel nicht, dass bei EU jetzt das Allerwichtigste ist. Ich meine, das kriegen wir natürlich am meisten mit, dass du halt mal eben nach Holland rüberfahren kannst oder dass du, was weiß ich, die gleiche Währung hast in vielen Ländern, sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich grundsätzlich dazu entscheidet, dass man halt zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Und das ist für mich eigentlich der große Kernpunkt. Und wir hatten jetzt, wie gesagt, 70 Jahre keinen Krieg auf diesem Kontinent in diesen Größenordnungen, die wir von damals kennen. Es wäre schön, wenn es dabei bleibt und wenn wir nicht durch eine antieuropäische Stimmung dazu beitragen, dass so etwas überhaupt nochmal möglich wird. Super, das finde ich einen ganz schönen Schluss. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Also, macht's gut, haut rein, ciao.